Flux Game Studio. Ich weiß gar nicht, was das für so ein Let's Player Ding ist, dass man immer die Firmennamen rausnehmen muss. Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu der Demo von Guts. Guts ist ein Kampfspiel, was am 15. November erscheinen wird. Und ich dachte mir, hey, es gibt eine Demo und es sah eigentlich an sich sehr interessant aus. Und wir schauen jetzt einfach mal gemeinsam zum ersten Mal rein. Wanna play a short tutorial? We really recommend it. Ja, warum nicht? So, you have a YouTube channel and want to make an awesome Guts gameplay? Please do and share with us, so we can multiply the reach. Das ist ja schön. Endlich mal eine Firma, die YouTube-Videos unterstützt. Das hat, glaube ich, Dedelic auch gemacht, wenn ich mich nicht irre. So, your Guts bar is full. Press A, T. Okay, nice. Hey, fuck you. Okay, no problems, I got use one to attack and A, B, Y. Okay, ich kann noch selber laufen. Oh Gott, die Move Animation ist best. Wieso? Oh Gott, ist mein Stick im Arsch? Warum ist der gerade von alleine nach. Wieso läuft er von alleine nach hinten? Guckt euch diese awesome Animations an. Mir ist aufgefallen, ich habe den Typen sein Bein weggehauen. Okay, schauen wir mal. Der Combos. Oh, scheiße, baut das Spiel einfach mit. Okay, es hat nicht unbedingt Auto-Combos, aber ich kann ziemlich gut reinkommen. Oh, scheiße. Okay. Es spielt sich echt merkwürdig. Muss ich gerade irgendwie feststellen. Ah, okay. Your Guts bar is full. So pressing other buttons to deliver different Guts move. Press LB, LT or RB. Machen wir mal AB. Okay. Nice. Und er kann jetzt sogar noch ohne Beine weiterkämpfen. Ist ziemlich cool. Und bei den Guts Moves kann ich also die Gliedmaßen abtrennen. Bis er wirklich nichts mehr ist. There is no health bar, das habe ich gemerkt. Finish him, deliver final Guts Move, okay. Achso, okay, man prügelt also den Shit aus sich heraus, bis man halt sein Meter voll hat, um einen Guts Move zu machen. Und das macht man dann so lange, bis halt bis man fünfmal einen Guts-Move gemacht hat, wenn ich das jetzt richtig sehe. Oh shit, wenn ich das richtig sehe. Ja, ja. Punch a kick into the meat grinder, okay. Ab in das Meat Grinder, oh Jesus. Ey, fuck you selber. Makes have a Guts-Move to beat Jack, okay. Achso, das ist schön, es gibt diese Death Traps und dadurch verliert er auch seine Gliedmassen. Kann ich ihn da so reinbügeln? Okay, das war sweet. Es gibt bestimmt irgendwie schöne Kombos und wahrscheinlich noch schönere Charaktere als mein schwarzen Priester in einem Tanga Tanktop, der awkward-mäßig echt. Oh Gott. Oh, oh nein! Ah! Oh, mein Arm. Okay, ich weiß nicht, ob ich ready bin, um das Guts-Tournament zu betreten, aber wir werden sehen. Gory Ultimate Tournament Show. Okay, jetzt wissen wir zumindest, wofür Guts steht, für Gory Ultimate Tournament Show. Press any button. So eine Show, how to play, Excel Tutorial, Local Versus, okay. Sehr interessanter Charakterdesign. Wir machen einfach mal eine Solo-Show oder was? Play the story with all Guts characters and climb your way to true stardom. Das ist, glaube ich, ein Arcade-Mode, wenn ich mich nicht irre. So, wir haben, also in der Vollversion gibt es Jack Slumber, ich kann spielen den Faser Maromba. Oh mein Gott, ich kann schon gar nicht mehr lesen. Wir haben DB Judge. Dann gibt es Miranda Hutt, oh Gott. Svet Kenville. Dann haben wir Anita Vanilla. Oh mein Gott. Sergeant Sam. Shao Dong. Oh mein Gott. Und Risa Akabane. Oder Akabane.
die wahrscheinlich so die einzige ist, die mich ein bisschen interessieren würde von dem Character Design. Aber, oh Gott. Hey, caramba. Ich denke, wir nehmen Miranda, oder? Miranda? Das ist ziemlich krasses Waifu-Potenzial, muss ich sagen. Dances, fancy halls, expensive healthy food, sparkling lights. That was the world of Miranda Grimwald Hutt. Born as the heir to the throne of Monaco, she was destined to be a queen. Not just in the way her family expected. In her youth, Miranda accidentally found a delicious cheeseburger. The intense flavor of the meat, combined with the explosion of condiments, led Miranda to heaven. Fed up with her life of restrictions, Miranda left her noble house, embarking in a journey of greasiness and deliciousness. She became an eating sports athlete, revolutionizing the fast food world with her classy touch of royal elegance. Suddenly, Miranda turned the fashion industry upside down, becoming the newest beauty standard. With gluttony and fatness, Miranda is a heavyweight competitor on guts. Confident in her victory, she is ready to create a food research facility solely dedicated to satisfying her insatiable hunger. I will win guts and use the prize money to develop the best flavors humanity has ever tasted. The internet is split between Miranda and Miranda. Natural enemies, neither can live while the other survives. They are both at their top shape, toned muscles and greasy fatness. Let the carnage begin. Ja, es ist eine ziemlich heftige Backstory. Oh Gott. Welcome to the marvelous world of Goriland. Okay. This will be quite a feast. Sie kommt aus Monaco. Okay. Blue, make me your vessel. Ayayay. Look at this massive motherfucker. For another blood spilling. Okay, pass auf. Oh nein. Ich habe die Moves. Ich habe die Moves. Oh Gott. Pass auf. Nein! Ist kein Problem, da ist so eine Death Trap, da geht er rein. Oh mein Gott, was habe ich getan? Oh wow, das ist das beste Spiel ever. Nice. Wow. Bin ich jetzt begeistert? Bin ich's nicht? Ich hab keine Ahnung, also. Ich kann mir vorstellen, dass das Spiel bestimmt irgendwie eine Fanbase kriegt, aber ich glaube, ich werde kein großartiger Fan von. Mal gucken, ob ich das jetzt irgendwie. Okay. Na, es war jetzt nicht unbedingt so der übelste Guts-Kombo. Was ist das? Eine Intervention? Was soll das? Was ist passiert? Wurden wir überfahren? Kann ich meine Gliedmaßen noch wieder aufheben? Oh scheiße, er wurde überfahren. Der Limbs Express. Carpe diem, baby! Let's pursue the greatest pleasures this life can offer, instead of fooling ourselves with fit. Ich bin mir echt unschlüssig, was ich davon halten soll. But he is ruthless. Sam is ready for war, and no king or queen will stand in his way. Also es ist interessant. Gameplay-mäßig muss ich leider negativ gegenkommen, aber irgendwie, ich weiß nicht. Na, ihr hört wahrscheinlich nachher noch ein Endfazit von mir, also. Rival ist Anita Vanilla. Jetzt hat er erstmal so die einzige Map, die wir spielen können. Ist ja auch nicht schlimm, es ist ja auch nur eine Demo und die Demo, die ist auf Steam erhältlich. Ach, ich würde. Oh Mann, ich würde das so gerne eigentlich irgendwie kombon. Uah! Egal, ich brauche meinen Arm nicht, das funktioniert auch so. Was war das denn für ein Dropkick? Und auf einmal hat er irgendwie. Oh Gott, was habe ich gemacht? Ich
kann Sachen essen oder ich konnte Sachen essen. Okay, links ist der Guts-Meter, unten habe ich irgendwelche EX-Moves oder Special-Moves an sich, wenn ich zwei Angriffstasten gleichzeitig gedrückt halte. Wow. Okay, ist kein Problem. Oh, shit! Ist kein Ding, ich habe noch mein Torso. Was geht ab? Wenn er jetzt kein Guts-Move macht. Komm hier hin. Das macht gar nichts. Ich habe meinen Arm wieder, ich weiß nicht wie. Nice. Ja. Oh mein Gott. Das beste Spiel des Jahres. Oh. Okay. Das hat nicht gekombot, das ist sehr gut. Aber ich kann halt. Meine Angriffe sind auch ein bisschen beschränkt gerade. Aber Guts move mir nochmal und. Oh, Scheiße. Okay, intense Battle. Ich kann nur noch mit meiner Hüfte angreifen, weil ich sonst nichts mehr habe. Oh, Scheiße. Okay, das geht auch in der Oh nein! Er ist da reingeflogen, der Trottel. Sweet! Ich bin wirklich gerade bin ich am Straucheln, ob ich es gut finden soll oder nicht. Celebrating so soon? You know Miranda, success has a price. Before you can call yourself a champion, you'll need to face three more challenges. And the first one is called the Revenge of the Fallen. Envy is such a horrible thing, isn't it? Ladies and gentlemen, I present you the best show in the history. This will be quite a no pain, no guts. Schon wieder Faser Maromba. Okay, wir schauen einfach mal, wie weit dieser Demo-Ausschnitt geht. Oh, schade. Nein! Ich dachte, ich könnte. Aber anscheinend ging es ja doch nicht. Ich verstehe es nicht. Warte, ich würde dich da ganz gerne reinschmeißen. So. Oh, schade. Ich dachte, das wird linken. Okay, irgendwie hat das nicht ganz so mit den Specials da unten funktioniert, wie ich gerne wollte. Das war sweet. Aber es gibt doch bestimmt eine... Aha, okay. Ja, da haben wir eine Move-List. Es gibt tatsächlich Special Moves. Wir schauen mal. Nice. Intervention time. And good. Guts move. Boah! Erwischt. Also es ist ein wenig blutig, kann man machen. Okay, was war das jetzt? Was war das für ein Guts Move? Oh Scheiße, und dann kommt sofort Sergeant Gedonkedang. Achso, ich habe irgendwas geschmissen. Was war das denn? Ich habe keine Ahnung. Es ist so merkwürdig, das Spiel. Oh Gott. Nice. Was? Geh da rein. So, dass die Säge einfach mal komplett out of order. Out of order, ja. Deep Fry. Ich versuche gerade mal ein bisschen was herauszufinden, aber ich kann euch jetzt eigentlich schon sagen, das hat nichts wert. Im Grunde mash ich halt wirklich irgendwie alles raus und wenn meine Guts-Leiste voll ist, dann einen der Schulterknöpfe. Das heißt, es ist wieder übelstes Pro-like Gameplay, aber ich versuche vielleicht mal so einen Guts-Move zu linken. Ich weiß nicht, ob das geht, aber es wäre schon ziemlich
Nice. Oder ich mach's einfach aus der Ferne. Let's move. Oh! Also ich glaube, man kriegt bestimmt schon richtig coole Kombos hin. Nur ich im Moment nicht, aber... Oh, jetzt hat er die Scheiße geblockt, der Arsch. Oh, sweet. Hier bitte Rollo. Oh nein. Oh, da oben ist noch eine Säge. Okay, schön. Was jetzt? Talk a lot about accepting your true self, but what about that side of yours that you refuse to see? Fitness Miranda, your own digital copy, is here to remind you the value of health and restraint. Ja, nice. Und jetzt ist der Screen auch schon wieder voll. Gut. Keep current and XP earned during demo. Welcome to the marvelous. You look tasty. This will be quite a feast. Today will be a memorable one! Oh, Miranda! This will be a great fight! Oh yeah! Oh shit! Oh my god! Guts move! Nee! Du Bitch! Während ich in meinem Angriff bin, ne? Hör doch! Deine Scheiße! Gedoink, gedoink! Ja! Ich werde erwischt, das ist, genau das, was ich will. Immer das Spiel, was ich immer haben wollte. Es erinnert mich an ein Spiel, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Hieß es, Bloodstorm? Oder so? Da konnte man auch die Gliedmassen der Denied, Bitch. Da konnte man auch die Gliedmassen der Gegner abtrennen während des Fights. Sogar One-Hitten. Und alles war ein relativ schlechtes Game. Aber ich wollte das halt auch irgendwann mal in meiner Sparks Arcade-Liste aufnehmen. Vielleicht mache ich das als nächstes Projekt, wir werden mal sehen. Um euch das mal zu zeigen. Yeah. Hat das jetzt gelingt? Ich weiß es nicht. Ist ja auch ehrlich gesagt scheißegal. You barbarians ruin outstanding. Your resolve is. Wie weit geht das? You were right. True beauty can only be achieved by embracing who you already are. The problem is somebody already did that ahead of you. Face the mighty DB Judge. DB Judge. Okay, ist das der Final Boss? All this cheering turns me on. Verdammt. DB Fudge ist ja der Announcer. Ja. Slammer Dammer, Banana Jammer, okay. Shit. Na, schon wieder. Hat sich auch erwischt, ja? So, jetzt warte ich mal auf den Hype Train. Der jetzt kommen sollte, hoffe ich. Da ist er. Tschüss. Nein! Wieso kommt das nicht einfach? Wieso springt die da hinten? Was ist mit ihr? Wieso ist sie weiter nach hinten gelaufen? Ich verstehe das nicht. Ist das normal? Ist mein Pad vielleicht kaputt? Sie läuft einfach von alleine. Egal, soll mich nicht stören. Ich hoffe einfach mal nicht, dass mein Pad kaputt ist. Uah! Okay, kein Problem. Kein Problem, ich kann immer noch Burger schmeißen. So, jetzt geht's wieder. Ich weiß gar nicht. Oh, Gott sei Dank. Ich hoffe einfach mal nicht, dass mein Pad. Langsam. Ja, wieso kriegt er das? Oh, nice. Einfach jemand aus der Crowd genommen, auf ihn geschmissen und Sieg. Okay. Nice, meine Popularität ist gestiegen. GG. Miranda's victory was the stepping stone of a new era of fatness, gluttony, beauty and pleasure. Cut, cut, cut. Yes,
I'm censoring this. Do you know why? Because I can! This is only the premiere season. Get the full game to enjoy guts. Okay, es gibt in der Vollversion 9 einzigartige Charaktere, 5 awesome Stages, 18 Story Endings, Funny Party Game Modes, Online Gameplay, Esport League, ich weiß nicht, Bloody Achievement und Advanced Practice Area. Ja, wenn ich A drücke, ne, zu meiner Wunschliste hinzufügen, ich bin mir nicht sicher. So, das war dann ein Durchlauf mit der Miranda. Ja, Guts. Was halte ich von Guts? Es ist ein sehr interessantes Spiel. Es macht eventuell mit bestimmten Leuten Spaß, wenn man sich auf das Spiel einlässt und gewisse Moves herausfindet, beziehungsweise das Comboing. Plus die Guts-Moves, wenn die sich alle linken, können es halt bestimmt schon sehr, sehr interessante Kämpfe geben. Doch ich bin eigentlich ein Beat'em-Upper, der es ein bisschen ernster mag. Oder halt auch so Kampfspiele, die halt so dieses typische Kampfspiel-Klischee haben, so à la Street Fighter, BlazBlue und so weiter. Ne? Ja, finde ich das jetzt gut oder schlecht, das Spiel? Es ist ein gesundes Mittelmaß, also es ist eigentlich mehr ein bisschen in Richtung schlecht als gut. Weil die Steuerung war halt sehr hakelig. Ich nehme einfach mal den Kritikpunkt raus, dass mein Charakter irgendwie von alleine nach hinten gelaufen ist. Obwohl er es hätte nicht sollen, aber liegt vielleicht am Pad. Und ja, dann die Animation, die Moves, die Combo-Links, die irgendwie ganz merkwürdig funktionieren. Und ich habe mich dann halt ganz schnell wiedergefunden, wie ich einfach nur gemasht habe. Das passiert mir eigentlich bei keinem einzigen Kampfspiel, dass ich wirklich großartig mashe. Und ja. Also, weiß nicht, kann ich Guts jemandem empfehlen? Ich weiß es nicht. spielt die Demo einfach selber, wenn ihr Interesse dran habt. Es gibt ja noch irgendwie 2 weitere Charaktere, mit denen man die Story-Season machen kann. Und ja, das Ganze findet ihr auf Steam. Sucht einfach nach Guts. Und für diejenigen, die dieses Spiel runterladen, ich wünsche euch damit viel Spaß. Und falls ihr von Guts mehr sehen wollt, dann wird mir das wahrscheinlich einer holen müssen, weil ich glaube, ich werde es mir nicht kaufen. So, das war's auch dann von diesem Video. Ich hoffe, es war jetzt nicht allzu lang. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bei meinem nächsten Projekt wieder. Bis dahin, euer Sparrix Tulu.